Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Stardew Valley. Heute hoffe ich, dass wir unseren letzten Apfel endlich bekommen, um das Gemeinschaftszentrum fertigzustellen. Ich denke immer daran, deine Augen nach wild wachsenden Essen offen zu halten. Da draußen gibt es eine Menge. So, und wieder kuscheln. Jetzt gucken wir mal. Königin der Soßen, nur Wiederholung brauchen wir jetzt nicht. So, wie sieht's aus? Ja, wächst und gedeiht alles. Mais können wir erstmal wieder verkaufen. So, das erste, wonach ich schauen werde, ist auf jeden Fall den Apfel, den ich gestern nicht bekommen habe. Und da gucken wir heute mal als erstes auf der Obstplantage nach, ob wir da eventuell schon Glück hatten. Und dem ist auch so. Der letzte Apfel. Sehr gut. Ich bin begeistert. Wir holen jetzt die letzten Äpfel und dann geht's auch schon ab. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich will nur mal eine Minute. Ah, nee, leider nicht. Okay. So, da war keine Hasenpfote nochmal mit dabei. Was ja nicht ist, kann noch werden. Gut, wir nehmen jetzt noch die anderen drei Äpfel mit. Oder zwei Äpfel, wie gesagt. Und gehen jetzt erstmal ins Gemeinschaftszentrum. Wir haben unseren letzten Auftrag endlich geschafft. Im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr endlich geschafft, das Gemeinschaftszentrum fertigzustellen. Und es hing wirklich am Ende nur noch an den Äpfeln. Heieieiei, das glaubt man manchmal gar nicht, wie verrückt es sein kann. So, stellen wir jetzt erstmal alles fertig. Den letzten Auftrag. So lange Arbeit und endlich geschafft. Los! Und was gibt's dafür? Mein Heizgerät. Das letzte Bündel. Lebe wohl, Paddy. Die Unimus sind in die Geisterwelt zurückgekehrt. Und das Gemeinschaftszentrum ist fertig. Endgültig. Wie lange hat es gedauert, bis wir das geschafft haben? Jetzt können alle wieder zurückkehren. Das schwarze Brett ist aufgetaucht. Hier sieht es wieder einmalig. Ja, einmalig super aus eigentlich. Schwarze Brett ist da. Das Büro ist fertig. Können wieder alle zurückkehren und hier sich gemeinsam treffen. Na, warum nicht? Sehr gut. Und da habe ich gleich mal ein Heizgerät für unsere Dinos gekriegt. Ist ja gar nicht so verkehrt. Heute hat keiner Geburtstag. Ich habe Pennys Geburtstag verschlafen. Elliot möchte eine Seegurke haben. Habe ich nicht. Elliot, bitte dich. Nein. Gibt es keine super Seegurken. So. Pam kriegt erstmal nicht, die hat das letzte Mal ein Bier gekriegt. Muss ja nicht übertreiben, ne? Ich muss aber erstmal zu Robin mit. Ja, mit Holz, ne? Ich glaube mit Holz und ein bisschen Stoff. Gehen wir jetzt erstmal zu Robin. Weil ich würde gerne noch was aufbauen. Guck ich mal, wo der Stoff drin war. Nee. Ah, hier ist die seltene Saat. Die müssen wir noch aufbauen, einpflanzen.
Na, wo ist es denn? Da haben wir was? Wenn du mal was suchst, Wester. Hat man das hier vorne reingetan? Nee. Ist ja wieder wie verhext hier. Glaube, ich hatte definitiv mehr als nur das. Eigentlich dachte ich, ich hätte mehr als das gehabt, aber... Ah, ich hab's im Inventar. Oh Mann. Da sagst du nicht mehr zu. So, jetzt kommt das hier rein. Ist mir jetzt egal. Weg damit. Bin jetzt sauer. Okay. So, ich würde gern, dass das so ein bisschen offensichtlich steht. Auch wenn ich dafür eine Saat zerstören muss. Kommt das hier hin? Na, mal sehen, ob das wirklich so schnell wächst. 24 Tage, glaube ich, hat er gesagt, ne? Oder 42 oder wie auch immer. Ansonsten müssen wir noch mal was holen. Wir könnten ja auch Superdünger quasi craften. Ich weiß jetzt nicht, ob das sowieso jetzt noch geht. Koralle, Luxusgeschwindigkeit, Wachs. Ich guck mal, ob ich es vielleicht bei Pierre kaufen kann, damit es nicht gerade craften muss. Hofgebäude errichten. Ich hätte nämlich gerne eine Windmühle. So, und die kommt erstmal vorübergehend. Nicht auf meine Obstplantage. Definitiv nicht. Hier soll sie auch nicht hin. Schwierig, hä? Sehr schwierig. Wo stellen wir sie hin? Ja gut, dann machen wir sie erstmal mit hier hin. So. Sehr gut. Wir können ja im Nachhinein auch nochmal vieles umstellen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles so fest und stehen bleiben kann. Sobald ich sowieso eine Umstrukturierung von meinem Hof mache, wird das alles nochmal so ein bisschen abgeändert werden. So, ich will jetzt erstmal zu Pierre einmal diesen super Wachstumsteil kaufen. Vielleicht kann ich so die Zeit etwas verkürzen. Ruhetag, toll. Achso, das war ja das. Na, der hat mal wieder Ruhetag, natürlich. Warum auch nicht? Gehe ich jetzt mal kurz runter. An den Strand, dank Pierre. Und schau mal, ob wir hier eventuell was Schönes bekommen. Was wir wieder verkaufen können, wie das und das. Müll. Muscheln. Dass der auch immer wieder das Teil mit abbaut. Lattet doch einfach da drinne. Du sollst das Ding da drinne lassen. So, können wir direkt wieder was verkaufen. Ein Geschenk. So. Dann, das kann weg. Das. Kann alles weg. Hat er irgendwas Besonderes? Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt. Gucken wir mal drüben, ob wir vielleicht was von der Koralle haben. Ich weiß so gar nicht, ob ich vielleicht so nicht schon mal ein bisschen Luxusdünger noch da gehabt habe. Wenn nicht, machen wir es. Stellen wir es jetzt einfach selber mit her. Wir haben ja jetzt hier die Korallen.
Und Eichendings hatte ich ja auch. Muss ich halt bloß noch ein bisschen besser mit nutzen. Okay. Sowieso für meine Fässer brauche ich noch ein bisschen mehr an diesem Eichenzeug, als ich sowieso schon habe. Vielleicht können wir diese Zwischeninsel damit nutzen. Jetzt gucken wir erstmal. Und stellen uns das mal her. Es sei denn, wir haben es noch da, da werde ich es jetzt nicht benutzen. Vorher lieber nochmal nachgucken. Aber es muss dieses Luxusteil sein, ne? Ich weiß aber gar nicht, ob du das im Nachhinein noch machen darfst. So. Guck jetzt nochmal hier nach, ob wir noch was vom Luxusdünger mit da haben. Wir haben normalen Geschwindigkeitswachs. Okay. Also von dem anderen haben wir jetzt nichts da. Na gut. Dann holen wir uns jetzt dieses Super-Duper-Zeug da. Wo wir gerade nicht rankommen. Was ja mal wieder phänomenal ist. Ah, Kupfer bräuchten wir. Ja, haben wir da. Da können wir noch ein paar mehr von dem machen. Ich bräuchte eigentlich das hier mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir das hier? Ja, wir können es drauf schmeißen. Aber nur einmal. Ja, meinetwegen können wir hier und da und dort. Hauptsache, wir haben es schon mal verwendet. Und jetzt holen wir uns noch ein paar von denen hier mit. Drei. Schleift ja ganz schön, ne? Da brauchen wir definitiv noch mehr. Ja, wir gehen mal nochmal hier rein. Weil wir wollen so eine riesige Brauerei mitbauen und da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Sieht's aus mit Kupfer? Nicht da, aber wir können es nochmal nachproduzieren. Müssen bloß hier nochmal mit ran. So, der Rest kommt erstmal nochmal hier rein. Zack und wo war's? Zack und zack und zack. Also genug Kupfer haben wir auf jeden Fall. Dadurch unsere ganzen Minentoren, so ist es jetzt nicht. Hier können wir wieder was verkaufen. Okay, ich will erstmal nochmal nach unten und möchte diese drei Teile erstmal aufbauen. Damit wir noch mehr vom Eichenharz bekommen. Das ist momentan das, was wir eigentlich am meisten brauchen. Ich guck mal. So. Jetzt suchen wir noch ein paar Eichenbäume. Ahorn, Ahorn, Ahorn. Da sind sie. Einmal. Zweimal. Dreimal. Haben wir hier noch mehr? Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch welche. Also, so ist es nicht. Okay. Also, wenn wir noch ein paar brauchen, haben wir noch welche da. Und wir werden definitiv noch einige brauchen. Weil ich plane ja, das ganz, ganz groß auszubauen. Mit den Fässern kannst du ja so viel eigentlich anstellen. So viel nochmal mit reinschmeißen, als das, was du sowieso schon hast. Und kannst den Verkaufswert nochmal viel, viel weiter steigern von der Ware. Weil du stellst ja dann quasi ein neues Produkt her.
Und auch wenn ich jetzt wie so ein Verkaufsleiter klinge, aber es ist einfach wirklich so. Brauchen viel, viel mehr von diesen Teilen. So, jetzt stellen wir gleich nochmal ein bisschen Kupfer her, dann passt das wunderbar. Noch einmal bitte das Ganze von vorne. Sehr schön. Bin begeistert. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich noch machen wollte. Und da müssen wir jetzt nochmal los. Wenn wir jetzt noch beim Bürgermeister in die Wohnung kommen. Weil ihr wisst ja sicherlich, bei mir ist ja der Quest fehlgeschlagen. Und wenn so ein Quest fehlschlägt mit so vielen Sammelobjekten und du hast sie schon dort abgegeben, kommen die automatisch ins Fundbüro. Ich muss mal gucken, ob die jetzt noch da sind. Ich hoffe es. Weil es war ja extrem viel, also 80 Hartholz, glaube ich. Und ich würde das schon gern wieder haben. Weil es lief ja nicht so. Die Fundstelle der Stadt, hier kannst du... Da, zack. Na, wie geht's dir? Jeden Mittwoch gönne ich mir Buchweizenwaffeln und Kaffee zum Frühstück. Es ist eine kleine Tradition, um das Junggesellenleben interessant zu halten. Lüge doch nicht rum. Jeder weiß, dass du kein Junggeselle bist. Ziemlich nett von mir. So. Auch auf dem Friedhof gibt's ab und zu mal etwas geschenkt. Was soll das? Du kriegst deine Heizung von mir geschenkt. Frechheit. Also manche sind ja wirklich undankbar. So. Es ist immer noch komisch, ne? Mit dem Prismaschleim. Weil der soll angeblich nur von Geistern gedroppt werden, aber... Käferdärme, das könnten wir auf jeden Fall machen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Käfer jagen. Könnten wir sogar jetzt damit anfangen. Ich glaube, da müssten wir wieder... Ich weiß gar nicht, hatten wir den Quest schon mal gehabt mit den Käferdingern? Und wir machen den jetzt eventuell nochmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass der eigentlich fast einfach war. Der war eigentlich sogar einfach. Patty, komm, stell dich mit ans Feuer. Fühlt sich großartig an. Ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Ich wollte nicht entschuldigen, dass ich dir am Anfang so misstraut habe. Die meisten Leute behandeln mich nicht gut, also habe ich gelernt, etwas vorsichtiger zu sein. Aber du warst ungewöhnlich nett zu mir, du bist eine einzigartige Person. Und ich denke, dass wir gute Freunde sind. Hey, ich will dir etwas zeigen, komm mal rein. Oh, alles klar, siehst du das? Das ist ein spezieller Fischköder, den ich herstelle. Ich verwende nur das allerbeste Material. Ich würde glatt am liebsten reinbeißen. Hier, du solltest das Rezept haben. Wilden Köder habe ich jetzt gelernt herzustellen. Und warum matscht der da so rum? Ach, das ist ja... naja, gut. Alles klar. Fangen wir jetzt erstmal an, so ein paar von diesen netten Maden da zu zerhauen. War das so, ne? Saftige Käfer.
Käferfleisch. Ich glaube, die waren sogar eventuell hier. 25. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Nee. Noch nicht so ganz. Gucken wir mal. 20. Ja, hier sind sie doch. Hier sind sie doch. Na, da müssten wir jetzt hier das Käferfleisch haben, ne? Richtig, richtig, richtig. Müssen wir da echt... Es ist wirklich wichtig, dass wir das Käferfleisch plus droppen. Naja, gut. Soll ja jetzt kein Problem sein. Das droppst du ja auch... Das droppst du ja auch so, ne? Also... Aber das ist jetzt so ein Unterschied. Das ist mal was Neues mit dem Käferfleisch. Ich glaube, vorher sollten wir mal Käfer zerhauen. Und jetzt halt das mit dem Käferfleisch. Da werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen dranhängen an der Aufgabe. Weil das ist wieder was... Musst du schnell, glaube ich, erledigen, ne? Wie sieht's denn aus? Wie lange braucht man da so? 5 Tage. Alter Falter. Wenig Zeit. Für viel, viel. Aber da kriegst du ja auch hier, ne? Siehst du, da kriegst du ja auch Käferfleisch. Ist ja jetzt nicht nur das. Ich glaube, sogar hier kriegst du Käferfleisch. Na? Also, du musst jetzt nicht unbedingt die Maden zerhauen. Oder nur die Maden zerhauen. Es gibt auch durch solche Viecher halt mal ein bisschen was mit dazu. Können wir wieder viele, viele Köder herstellen. Achso, wir haben schon wieder spät. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. Bevor es wieder zu spät wird. Ab an die Bushaltestelle. So. Und dann gehen wir jetzt zu Fuß das letzte Stückchen. 100 Käferfleisch und wo sollen wir es dann abgeben? In die Tonne neben Willis Haus. Also, es klingt auf jeden Fall nach was ganz Neuem. Das werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Brauchen wir auf jeden Fall. Der Müll kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Boah, den Rest behalten wir erstmal. Und dann gehen wir erstmal wieder schlafen. Genug für heute. Ab ins Bett. Na, ein bisschen Gold haben wir wieder eingenommen. Nicht verkehrt. Und wir haben das Gemeinschaftszentrum fertig. Bin begeistert. Ich glaube, das müsste jetzt auch bald auffallen. Ja, wie es dann hier weitergeht in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.